Pullis aus Merino-Wolle, die sind richtig bekannt dafür, ganz warm zu sein. Aber jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, Sie haben ungefähr 100 dieser dicken Wollpullis übereinander an und müssen sich dann auch noch durch die Wildnis quälen. So muss es einem im australischen Busch entdeckten Schaf gegangen sein. Das hier ist nämlich Chris, zumindest irgendwo unter dieser Wollpracht. 6 Jahre lang ist er in freier Natur ungeschoren davongekommen. Die schwere Haartolle wäre fast zur tödlichen Gefahr für ihn geworden. Aber dann lief Chris in die Hände von hilfsbereiten Farmern. Schicht für Schicht wurde er in Vollnarkose von seiner wuchernden Last befreit. Rund, Achtung, 42 Kilo bringt die Wolle auf die Waage. Und damit ist Chris nicht nur frisch frisiert, sondern auch neuer inoffizieller Weltrekordhalter. Sein Vorgänger trug lediglich 27 Kilo Wolle mit sich rum.